So, hallihallo meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder bei Resident Evil 7 dabei seid. Bei einer schaurig schönen Familie. Die total creepy, crazy und ist. Ja, ich sag einfach, wir sind bei den Hannibals. Es ist hier so. Naja. Wir konnten zum Glück vor Daddy flüchten. Im ersten Versuch hat er uns gepackt. Im zweiten waren wir ein bisschen cleverer. Er sucht uns immer noch. Wir haben zum Glück den Schlüssel gefunden, haben die Dachluke da, die Bodenluke geöffnet und sind hier ins, ja, irgendwas unter dem Haus geflüchtet. Und jetzt schauen wir doch mal. Ob wir hier was Nützliches finden. Vielleicht eine Pumpgun oder so. Ein Raketenwerfer wäre ja nicht schlecht. Aber außer alter Gamizi Bohnen Nishila mit dem schwarzen N. Ist das eine Anspielung auf Nutella? Oh mein Gott, ich habe die Dose umgeworfen. Jetzt werden wir alle sterben. Ich habe die Spielphysik verändert. Oh, ich löse hier lieber. Mensch, Alter, stampf nicht so. Antike Münze, siehste. Kommen wir doch noch mal hier mit dem Gewinn raus, ne? Die versilbern wir dann am Ende, wenn wir lebend rauskommen. Isen. Wir wollen dein Blut vergießen. Isen ist aber irgendwie ein beliebter Horrorname, ne? The Evil Within. Isen. Na, wo kommen wir denn hier raus? Schon wieder so eine Figur. Speicherpunkt. Nächste Karte des Hauses. Wieder tot das Telefon. Wieder tot. Die Miefen furchtbar. Naja. Nutzen wir doch mal die Chance, um zu speichern. Halt, Bürolampe. Aber hier gibt es jetzt irgendwie gar nichts. Aha. Ein Schraubendreher. Schön. Inventar kombinieren. Mega Humpf. Ach ja. Was will sie jetzt wieder von mir? Gut gemacht, Ethan. So, ich stimmt's. Wer zum Teufel?
Teufel sind diese Leute? Hör halt zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Mhm. Woher weiß ich das denn? Das ist doch auch ein abgekartetes Spiel. Wähl doch einfach meine Nummer. Wir haben nichts für das Klebeband. Hallo? Welche Hoffnung? Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir zu. Der ist gleich tot. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt. Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das klingt schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Danke. Los, jetzt. Garage. Sofort. Ja, Deputy. Ja. Was ein Hoff... Mit einem Messer? Ein Hoffnungsschimmer. Das Messer brauchen wir dafür. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Stopp! Das Tor! Ach, das war klar. Zum Teufel glaubst du, dass du hingehst, Junge? Weg von dir.
Ich nicht. Oh, warte mal. Genau das habe ich eben gesucht. Du und deine Scheißkarre könnt mich mal. Wann bist du an zu laufen, Junge? Na toll. Das ist ja mal ein interessanter Kampf. Ja, wir haben Hilfe. Da ist ein Depp-Gruppenteil. Ach Mann, gibt's denn nur ignorante Vollidioten hier im Spiel? Okay. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich. Ja, hatten wir schon. Das ist mein Job. Können wir sie überspringen? Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Das Tor! Das Tor! Genau. Komm, steh auf. Ich fahr vorsichtshalber nur. Was? Hey, das gefällt mir. Was ist das für ein Kerl? Geh da doch hoch. Warum geht er da nicht hoch? Oh, wir hätten was zum Abhauen. Motorräder.
Ja, ein Kraftpaket, ne? Einfach mal sowas darauf ziehen. Was übersehe ich gerade? Ach, da fehlt ein Rad. Ach, da fehlt auch ein Rad. Ja, macht ja nichts. Man könnte zur Not das abmontieren und da dran. Wenn man dementsprechendes Werkzeug hat. Und die Karre ist hinüber. Da ist so eine Leiter. Warum komme ich da nicht hoch? Oh, ne. Habe ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Alter! Oh, jetzt geh endlich hoch. Okay, cool. Du Penner. Oh. Auf jeden Fall interessante Kämpfe hier. Cool. Noch eine antike Münze. Was kann ich denn?
Ja, jetzt hat man dann wirklich die Qual der Wahl, ne? Wo geht man lang? Da muss auf jeden Fall eine Figur drauf, die ein Adler ist. So, das haben wir ja schon mal gleich verstanden. Der Skorpionenraum. Ich würde mal sagen, funktioniert nicht. Safe Raum. Ach genau, da. Boom. Cool, cool. Gönnen wir uns mal so ein Save Point. Auf jeden Fall düster gemacht. Ich stelle mir jetzt aber die Frage, kommt der nochmal wieder? Ich meine, der hat jetzt noch ein Kopf. Mehr von so düsterer Musik. Das hat was. Okay. Was haben wir denn noch? Sehe ich da gerade eine Einladung? Oh. So, ein Rätsel. Wir brauchen irgendwas. Das passt hier nicht rein. Okay. Brauchen wir was anderes? Nö. Jetzt wieder die alte Dame. Ach Mann, ich bin immer so neugierig. Ja, ich komme ja schon. Aber ich stelle mir die Frage, wenn man ans Telefon geht, dann geht ja die Story vielleicht weiter. Wenn man nicht dran geht, passiert gar nichts. Ja, ich komme ja schon. Meine Fresse, ey. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin.
Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Ach ja. Na dann. Schieße auf mich, schieße auf mich. Warum? Okay. Sag mal, da war die alte Frau. Die ist ja död. Rumpelkammer. Die lebt. Nein, wir tun der alten Frau doch nichts, oder? Nein, machen wir nicht. Lässt das Spiel gar nicht zu. Zack, und schon ist weg. Draußen. Oh. Schon wieder so eine antike Münze. Ah. Zeit, um mal Fernsehen zu gucken. Mia, Ethan, please watch this. Ethan, schau dir das bitte an. Ja? Von dir wirklich nichts erwarten. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Ha, jetzt spielen wir. Mia. Cool. Aber erst in der nächsten Folge. Glöckchen abonnieren, dranbleiben, meine Freunde. Mal gucken, was mit mir jetzt noch passiert.
Bleibt dran.